Einmal noch, dann ist er down. Mal schauen, ob der jetzt irgendwas Besonderes dazu kriegt in seiner letzten Phase. Mir gefällt die Musik, muss ich sagen. Die ist eigentlich ganz gut. So. Es hört sich an, wie als schreit das kleine Viech immer Mama, Mama, wenn ich in die Nähe komme. Boah, ich muss in der Mitte rennen, dann bin ich schneller. Komm, mach deinen Feuerspucken. Nein, das ist nicht Feuerspucken, das ist Feuerwerfen. Hier in der Mitte entlang rennen. Komm schon. Nicht Feuerwerfen. Du sollst spucken. Gleich kommt wieder Mama. Jo. Komm schon, du komischer großer Geist. Spuck Feuer. Spuck Feuer, los. Nicht werfen. Jetzt. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So. Und jetzt ein letztes Mal. Zumindest, wenn ich es nicht vermasse. Mach deine komische Wackel-Tackel-Dingens da. Los. Ich muss nur in seine Nähe kommen. In seine Nähe kommen. Genau. Na, verdammt. Das war äußerst schlecht. Äußerst, äußerst, äußerst schlecht. Aber der ist auch verdammt schnell in der letzten Phase, muss ich sagen. Das ist richtig schwer, da anständig zu kontrollieren und näher zu kommen. So, spuck Feuer, los! Mal schauen, ob der danach anfängt, Feuer zu spucken. Komm, wirf, wirf, wirf. Ich lauf absichtlich nicht zu deinem kleinen Geist hin. Also, hopp, hopp. Warte. Jetzt. Perfekt. Ey, das zählt aber nicht. So, jetzt. Und nun ein letztes Mal. Hoffentlich erwische ich ihn diesmal. Geh zur Wand, komm. Geh zur Wand, dann ist es einfacher. Ich muss auf dich draufstellen. Dann bist du in deinem komischen... Genau, perfekt. Und stirb! Da habe ich ihn. Hurra! Auch wenn er jetzt nicht sonderlich schwer war. Tada! Und der Boss ist besiegt. Leider gibt es für Bosse keine Ränge. Ich glaube, da wäre ich ein klein wenig besser wie in den Leveln. Tür geht auf. That was pretty rough. So hart fand ich das jetzt nicht. Wieso sind die jetzt alle da? Wieso ist die Mitte der Plattform plötzlich weg? Und anstatt dieser Säule ist jetzt da so ein fettes Viech. Das wird lustig. Hurra! Hoffentlich nicht mit Tails, hoffentlich nicht mit Tails. Hoffentlich nicht mit Tails. Ich will das mit Sonic machen. Ich glaube, das ist jetzt die Musik vom vorherigen... Sonic, hurra! Das ist jetzt die Musik vom vorherigen Boss. So. Ich habe mir schon gedacht, als ich die auch in seinem Rücken gesehen habe... Nein. Ohne Witz, das geht ja mal gar nicht. Okay. So, nochmal. Dieser blöde Doppelsprung-Bug. Es geht gar nicht, dass ich dann manchmal doppelt springe. Und zack, 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 zack. Na, geht doch. So, stelle ich mich hier drauf und dann passiert mir nichts. Ich finde es witzig, wie viel intuitiv schon geschieht, obwohl ich gar nichts mehr genau davon weiß, wie es klappt. Jetzt kann ich schon wieder instant nach oben. Wow. Krepier! Okay, ich muss in die andere Richtung rennen in so einer Situation. Oh. Oh, das wollte ich nicht machen eigentlich. Die Ringe sollte ich mir aufsparen.
So, ich glaube, der macht jetzt immer seinen Schlag. Dann macht er nicht sofort. Macht er. Ach doch! Wow. Zack, zack, zack. Uff. So, zwei Treffer noch. Okay. Sonst geht's dir gut. Ach, er macht seinen Dreher. Kann ich hier stehen bleiben? Dreht sich jetzt in meine Richtung ungefähr, würde ich fast sagen. So, hier hinter. Oh, dieser Doppelsprung ist nervt. Ich drücke nur einmal auf A und dabei mache ich sofort so eine Verfolgungsattacke. Es ist echt verdammt nervig. Das ist überhaupt nicht okay. Stirb, stirb, stirb. So, einmal noch. Yep, drauf. So. Ich bewege mich dann jetzt in die Richtung mit. Diesmal hat der automatische Doppelsprung geholfen, aber war trotzdem relativ nervig, muss ich sagen. Nein, na! Was soll das denn? Wie rum dreht er sich? So rum, okay. Egal, immer muss ich ihn auch treffen. Das muss ich einfach nur runterspielen, dann passt das. So, stell dich hin. Perfekt. Und das. Nee, oder? Menschenskinder. Der hasst mich echt. Hinter ihn, hinter ihn, hinter ihn, hinter ihn. Na, Mann! Oh Mann! Was soll das denn? Ich meine, ich komme ja auf ihn drauf. Nur, ich kann nichts machen. Ja. Los, mach deine Drehattacke. Dreh, 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 dreh. Hier hinten. So, diesmal aber bitte. Oh, was soll das? Das liegt aber nicht am Controller. Das ist mit all meinen Controllern so. Ich weiß nicht, ob das in der Spielesoftware liegt. Das ist auf jeden Fall extrem frustrierend. Schon wieder. Also ich werde es definitiv mal mit einem anderen Controller probieren. Sicher ist sicher. Geht doch. So, und jetzt krepier bitte. Ja, er krepiert. Gut. Dieser Kill war echt frustrierend. Und zwar so richtig frustrierend. Brr, da hatten sie ja wohl recht, dass da ein Raumschiff drin ist. Schafft das? Ah, da waren noch 5 Sekunden Platz. Komm. Ist doch klar. Bei 6 ist Sonic drin, bei 5 fliegt das Shuttle los. Was soll denn das? Wieso haben die einen Shuttle-Countdown, wenn das Shuttle bei 5 losfliegt? Oh Mann. Das gibt's ja wohl mal echt nicht. Aber jetzt immer im Weltraum. Das wird sicher interessant jetzt, die Level. Epische Musik. Wir fliegen zur Space Colony Arc. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht gespoilert. War das schon im Spiel? Das ist ein Meteorit. Das ist nicht gut. Oh Mann. Das war ja klar. Ha, das ist bitter. Das ist echt bitter. Für Knuckles. Und da knallen sie irgendwo dagegen. Was kommt jetzt für ein Level? Ich will's wissen. In der Raumkolonie Ark. Cannon Countdown, 2 Stunden, 11 Minuten. Huh? Where did he go now? Looks like he bailed. This place looks deserted, dusty too. This place was shut down about 50 years ago because of a terrible accident. The first Bernoulli spherical space colony, called ARC. When it was operational, it was the most advanced research center of its kind. But looking at it now,
now it's an abandoned arc, wouldn't you say? There's not much time left before Eggman fires that weapon again. We've got to hurry. Let's find the cannon and destroy it. Yeah! Someone designed that weapon to be impenetrable from outside attack. Its defense shields are super strong, so we have to find a way to destroy it from inside. Isn't that a Chaos Emerald? It looks like it, doesn't it? But in fact, it's a fake one I created after researching the real emerald. It has the same wavelength and properties, but it's less powerful than the real one. It's designed to reverse the energy field inside the Chaos Emeralds and blow up. It looks so real, even a machine can't tell the difference. I'll find the power supply and destroy it. Sonic, you find the control room, okay? So the plan is, we'll switch the Chaos Emeralds when the machine is stuck, right? Und Amy kann mal wieder nichts machen. Eternal Engine. Zerstöre den Energiegenerator der Kolonie mit Tails. Hurra! Ja, das Level ist trotzdem witzig. Das ist in der Space Colony Arc, also ist es gut. Die ganzen Weltraumlevel sind cool. Einfach aus Prinzip. So. Die Türen öffnen sich, wenn ich die ganzen Gegner, die da drin sind, besiegt habe. Außerdem kann ich hier nicht so runterfallen wie in den... Wieso kann ich nicht hier... So. Kann ich hier nicht so runterfallen wie in den... Muss ich den hier benutzen, oder wie? Ja, natürlich. Ich... intelligentes Wesen. So. Stirb! Machst du was aus?